So, das Broadcast-Video ist live, sagt er schon mal. Sehr gut. Facebook habe ich auch noch mal. Oh, Facebook. So, Facebook habe ich rausgejagt. Das Video kann ich da rausnehmen. Du bist auch noch nicht so ganz auf Sendung, ne? Ah, irgendwie ist diese Kamera aus. So, jetzt kann ich auch. Ja, super. Genau, dann kann ich jetzt. So, weil ich gerne so sitze und jetzt ist es perfekt. Perfekt. Achte auf den Golden Mean, ne? Der goldene Schnitt. Ja, genau. Okay, warte mal hier, drei, wie heißt das mal, 9/3 oder so, die Neuntelregel, da muss ich nicht hier hin. Okay. Das ist Mathematik, verstehen wir heute Abend nichts von. Aber oh, ich kann hier auch noch mal ein bisschen so. Ja, gut. Sitzt ein bisschen weiter weg. Okay. Bah, das nimmt auch auf hier das Mikro, das nimmt noch mal ein bisschen dichter ran. Ein bisschen mehr Popgeräusche, sehr schön. Dann nehme ich jetzt meine internen Aufzeichnungen nämlich auch mal und dann sind wir, wir haben auch schon drei Zuschauer. Hallo Zuschauer, schöne Grüße da draußen, wir sind gleich live auf Sendung. Ich hoffe, die Zuschauer da draußen können jetzt gleich das Video sehen. Wenn nicht, googelt schon mal John Cleese über Kreativität ungefähr, also es ist der erste Auswurf, der rauskommt. Das ist dann ungefähr bei eine Minute 20 Sekunden. Da könnt ihr mal einschalten, das ist das, was ich gleich einspielen werde. So, und ihr dürft natürlich gerne tippen. Wir werden das hoffentlich hier nebenbei auch lesen. So, Lutz, ich starte mal hier meine Aufzeichnung und dann gehe ich gleich über zu John Cleese und dann sind wir sozusagen richtig schön auf Sendung. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, zack. Okay. Okay, das soll erstmal reichen. Moin, moin, wir sind auf Sendung. Ein weiterer Olaf Bartke Talk, heute mit Lutz Lungershausen aus Kiel. Alles Gute kommt aus Kiel. Lutz habe ich kennengelernt bei einem Barcamp hier in Kiel. Und Lutz, du hast im Hintergrund noch irgendwelche Leute, die dann Abwasch machen, ne? Kann das sein? Hier? Ja, klingt so ein bisschen. Nee, das ist mein Bürostuhl. Ach so, ja, schön. Ja, kein Problem. Wir reden heute über Kreativitätstechniken und da wir ja gerade von John Cleese gehört haben, dass es eigentlich eine völlige Zeitverschwendung ist, sich überhaupt über Kreativität zu unterhalten, starten wir heute mit einem Glühbirnenwitz. Ne? Wie viele Fotografen benötigt es, um eine Glühbirne einzuschrauben? Weiß natürlich keiner. 24, die dann da sagen, auf Film wäre in dem Glühbirnenlicht mehr Seele und mehr Kontrastumfang zu sehen. So, und wer jetzt nicht lachen kann, den habe ich mir selber ausgedacht. Schlechte Überleitung, ich merke das schon. Das kommt immer nur gut, wenn man wirklich viele Zuschauer hat. Egal. Lutz, du bist kein Fotograf. Nee, aber ich habe beruflich mit Fotografen zu tun. Genau. Und du kannst vielleicht mal ein bisschen was, warte mal, bevor wir mit dir nochmal anfangen, ich würde gerne nochmal ein, zwei Sachen loswerden. Einmal, Kreativität ist ja heute das Thema. Lutz, du weißt ja auch, wir haben noch mehrere Talkshows gehabt. In der Vergangenheit gab es auch ein Thema zum Thema Kreativität und Bildbearbeitung mit Evangeline Cooper und Michael Müller. Da würde ich gerne euch mal drum bitten, die Suchmaschine zu betätigen. Das ist ein sehr interessanter Talk. Ihr findet das Ganze auch auf iTunes. Und ihr könnt uns auch behilflich sein, auf iTunes uns mal ein bisschen auffindbarer zu machen. Weil ich stelle immer fest, dass wenn dann so Fotografie-Empfehlungen sind auf iTunes, dass der Olaf Bartke Talk da irgendwie gar nicht auftaucht. Und mir wurde letztens mal geflüstert, das hängt damit zusammen tatsächlich, dass keine Bewertungen oder so gut wie keine Bewertungen und keine Kommentare da sind. Also jeder, der die Sendung jetzt
hier gut findet, sollte sich mal für 2 Minuten Zeit nehmen auf iTunes Olaf Bartke eingeben und dort eine kurze Bewertung einklicken da. Was ist ja egal, was man da bewertet und auch ein bisschen was dazu schreiben, weil man dann so ein bisschen da im internen Ranking ein bisschen besser gefunden wird. Wäre eine tolle Sache. Vielen Dank für die Hilfe. Und jetzt kommen wir auch gleich zu unserem Gast, Lutz Lungershausen. Lutz habe ich kennengelernt und zwar auf einem Barcamp letztes Jahr im Herbst und Lutz hat im Barcamp über Kreativitätstechniken referiert. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, was ich schon lange suche für einen Olaf Bartke Talk. Wir versuchen hier ja immer mal so Themen anzureißen, über die andere Leute nicht unbedingt zwingend reden. Und Lutz ist genau der richtige Experte, weil Lutz arbeitet in einer Agentur. Jetzt bist du dran, Lutz. Was machst du denn da so? Okay, also Agentur, genau, keine Versicherungsagentur. Es ist eine Werbe- und Marketingagentur hier in Kiel. Wir sind mit 50 Leuten schon ganz gut aufgestellt, haben sogar im Haus ein kleines eigenes Studio, in dem wir auch mal so kleine Sachen, wenn es mal wirklich schnell gehen muss, irgendwann ein Objekt oder mal irgendwie einen neuen Mitarbeiter fotografieren können. Und als Werbe- und Marketingagentur haben wir natürlich immer mit Fotos, also jeden Tag mit Fotos zu tun. Also das heißt, dass wir Fotos auswählen, dass wir Fotos nutzen, die uns der Kunde zur Verfügung stellt, aller möglichen Qualitäten. Und dann natürlich so das Schönste, was wir machen, ist, wenn wir wirklich eine Idee entwickeln, eine Bildidee, die es erfordert, dass man auch mit einem Fotografen zusammenarbeitet oder mit jemandem, der also professionell Bilder machen kann. Und das ist nicht das Einzige, was du da machst. Du bietest auch an Kreativitätskurse. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Genau, also als Agentur sind wir, genau, es ist schon so, wir eigentlich sind wir dazu auch gekommen, wieder Hund zum Kind oder die Kuh zum Kind. Nee, also wir sind ja darauf angewiesen, dass wir systematisch und schnell zu Ideen kommen und da können wir dann halt nicht einfach uns so lange hinsetzen und duschen oder joggen oder uns in irgendeinen Wald- oder Bergkämmerlein zurückziehen, um auf die richtige Idee zu kommen. Wir brauchen aber natürlich einen Verstärker, mit dem wir wirklich auf Knopfdruck und jetzt auf Ansage zu einem bestimmten Thema eine Idee entwickeln können. Und da haben wir uns gibt es seit 13 Jahren hier in Kiel. Und wir haben eigentlich auch direkt zu Anfang auch gleich für uns so einen Kreativprozess definiert und entwickelt, ausgearbeitet im Laufe der Jahre auch, indem wir ganz konkret sagen, wie wir den Kreativprozess angehen. Und das hat mal irgendjemand mitbekommen, dass wir da sehr systematisch rangehen und halt nicht so lange duschen, bis was kommt. Die haben uns dann gefragt, Mensch, für die Wirtschafts- und Technologieförderung Schleswig-Holstein, bräuchten wir gerne mal sowas und da haben wir dann halt gesagt, okay, dann machen wir mal so einen richtigen externen Workshop draus. Das ist jetzt auch schon locker mal 8 Jahre her. Ich glaube, ja, 8 Jahre muss das her sein, dass wir so einen Workshop aufgesetzt haben und das lief so gut, dass wir von dem ersten Workshop gleich 3 machen mussten hintereinander. Ja, und seitdem bieten wir quasi so eine Art Seminar an, in dem wir erzählen, wie man auf Knopfdruck und wirklich mit einem Boost sofort kreativ arbeiten kann. Und da sind nicht nur Kieler gut aufgehoben, sondern auch Leute außerhalb von Kiel, aus Norddeutschland. Du hattest ja schon mal gesagt, da reisen auch Leute von ziemlich weit entfernt an, weil ihr so gut seid. Ja, also ich kenne verschiedene Workshops. Ich habe auch im Ausland schon Workshops gemacht und auch mitgemacht und kenne so verschiedene Arten und Methoden und auch so dieses typische Workshop-Gehabe, wo es ganz häufig auf Teambuilding und sowas drauf ankommt, wo man halt dann so lustige Spielchen macht und so. Das gibt es bei uns nicht. Wir setzen wirklich darauf, dass man sich an ein Problem setzt und sagt, wo sind jetzt die Hebel und wie muss ich denken und wie muss ich mich in der Gruppe organisieren, um vernünftig zu arbeiten. Da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen konkreter zu. Wir möchten sprechen über Kreativitätstechniken und auch über vielleicht Kreativitätsmethoden. Da wirst du uns auch gleich nochmal so ein bisschen mehr drüber berichten, wo da der Unterschied liegt. Wir werden so ein bisschen das Allgemeine auch behandeln, aber erstmal möchte ich gerne nochmal einmal kurz einreißen, damit wir hier so ein bisschen einen einheitlichen Nenner haben.
das Thema Kreativität. Was ist eigentlich Kreativität? Wenn man in Wikipedia nachschlägt, dann kriegt man ungefähr das, was man auch eigentlich denkt, was Kreativität ausmacht. Also die Erklärung ist, etwas neu schöpfen, etwas erfinden, etwas erzeugen oder herstellen. Also im Prinzip etwas neu machen, Dinge zusammenfügen. John Cleese, ja, dessen Referat ich da sehr empfehlen kann zum Thema Kreativität, nicht nur wegen der besseren Witze als die, die ich da gerade eben gerissen habe. John Cleese sagt, Creativity is not a talent, it's a way of operating. Also es ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie ein Zustand. Würdest du dem zustimmen, Lutz? Ja, ja, also bei uns ist tatsächlich kreatives Arbeiten, richtiges Arbeiten und nicht so halt rumhängen. Ne? Das ist wirklich, ja, kann ich voll zustimmen, ist Mode of Operating, ja. So ein Flow, ne? Irgendwie so in so einem Zustand sein. Genau, da gibt es auch von dem, gibt es so einen berühmten, ich habe jetzt das Buch auch mir gerade nochmal rausgeholt, hier ein paar Sachen hier so auf die rechte Seite gelegt und auf die linke auch, die ich nachher mal ein bisschen hochhalten kann vielleicht. Ja. Da gibt es so einen berühmten Autor, der Mihaly Csikszentmihalyi heißt der. Und den habe ich, genau, also kann man das auch sehen hier. Kann man den Buchtitel lesen? Creativity. Ja, ich darf nicht reden, Moment. Ne, also kann man gut sehen hier. Sobald ich rede, kommt die automatische Kameraführung und nimmt mich wieder ins Bild. Aber ah, okay. Das ist vielleicht was für die Shownotes später. Oh, wir haben schon 12 Besucher draußen. Hallo Besucher. Okay. Kurze Zwischenmeldung. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, bitte in den Kommentar. Wir lesen hier gelegentlich mal mit. Versuchen die Fragen nachher nochmal mit zu beantworten. Es ist sehr schön, dass heute so viele dabei sind. Und das bei dem Wetter. Ich gucke hier gerade mal raus. Super Sonnenuntergang. Eigentlich sollte ich lieber fotografieren gehen. Aber das kann ich auch den morgen. Ich kann ihn noch hier hinten sehen. Okay, ja. Aber ich halt nochmal, vielleicht muss ich besser lesen. Ich muss mal gucken, ob ich das hier nochmal besser lesen kann. Ein dickes grünes Buch über Kreativität. Und der sagt... Kannst du den Titel lesen? Ja. Okay. Das ist ein dickes Buch. Und eigentlich kann ich das nur so zusammenfassen, dass er sagt, dass man auch... Eigentlich habe ich ihn kennengelernt über den Begriff des Flow, weil du es gerade angesprochen hattest. Und den kreativen Flow, wie gesagt, das ist halt auch richtiges Arbeiten. Und das funktioniert eigentlich immer am besten, wenn man mit... entweder alleine oder mit einer kleinen Gruppe richtig sich dran setzt und richtig sich in dieses Problem oder in so eine Fragestellung hineinbeißt und auch nicht loslässt und dran bleibt. Ja, und wenn man alleine ist, heißt das noch lange nicht, dass man verloren ist. Es gibt ja auch Möglichkeiten, diese Methoden für sich alleine zu nutzen. Ich kann vielleicht einmal erzählen, weswegen mich das auch so angesprochen hatte, ist, ich bin überzeugender Bekenner der Methode Mindmapping. Da kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Und das war ja auch etwas, was du in deinem Vortrag da gleich vorgestellt hattest. Und das Mindmapping ist eben halt eine von diesen, ja, ich glaube, Techniken würdest du dann sagen, ne? Kreativitätstechniken, ne? Methoden. Genau, das ist, erzähl mal, was ist Technik und was ist Methode? Vielleicht fangen wir so mal an. Eigentlich ist es ganz einfach. Also es gibt ganz viele Bücher, die so Kreativtechniken oder kreatives Arbeiten, Kreativmethoden heißen. Und in der Literatur habe ich da keine scharfe Trennung gefunden. Also wenn man zum Beispiel sagt, kombinieren, verbinden oder Mindmapping, das sind so Dinge, die man vielleicht mal kennengelernt hat. Das bezeichnen wir aber als Kreativmethoden, weil sie eigentlich nur sagen, setz dich mal mit so und so vielen Leuten oder alleine hin und nimm mal ein Stück Papier und mach mal Folgendes. Das sagt mir aber noch nicht, dass ich auf eine neue Idee komme, sondern das sagt mir nur, welches organisatorische Umfeld ich dazu habe. Also nimm mal ein paar Blatt Papier oder mach das mal in dieser Form oder vielleicht haben wir nachher auch noch Zeit, eine morphologische Matrix aufzureißen. Heute, denke ich, werden wir wohl über Kreativmethoden sprechen, die aber mindestens genauso wichtig sind wie die Techniken. Und die beiden in der Ergänzung, also eine Technik und eine Methode oder verschiedene Methoden, verschiedene Techniken zu kennen, wird einem auf jeden Fall sofort helfen, kreativer zu arbeiten und kreativer zu sein. Vorausgesetzt, man hat überhaupt ein Problem, eine Frage oder ein Thema, das man angehen will. Ne? Ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung. Wenn man darüber sagt, muss man sich klar sein. Genau, das ist etwas, was man in irgendeiner Form vorher festlegen muss, manifestieren muss.
dieses Ding, was sozusagen in der Mitte steht. Ganz kurz gucken. Wollen wir mal mit den Mindmaps anfangen? Können wir gerne machen. Also ich würde nur eine Sache vielleicht nochmal loswerden. Das hatte ich, ich kann mich nicht mehr, ich glaube, das war auch anlässlich des Barcamps. Und zwar war ein Künstler dabei. Und da musste ich ihm so ein bisschen die Ehre retten, weil er sagt, ich habe keine Kreativtechniken, ich mache das immer einfach so. Und da kann man wirklich unterscheiden zwischen der künstlerischen und der praktischen Kreativität. Das, was wir hier zum Beispiel in der Agentur nutzen, oder vielleicht auch das, was du, wenn du in einem Projekt arbeitest, nutzt, ist, also bei uns auf jeden Fall ist es praktische Kreativität. Bei dir wird es wahrscheinlich eher so eine Mischung aus künstlerischer und praktischer Kreativität sein. Das heißt, so ist es. Ja. Das sind so Zustände, ne? Also ich habe, ich habe auch verschiedene Schienen in der fotografischen Arbeit. Das ist so das Freiberufliche, wo ich mir auch die Freiheit rausnehme, es alles so zu machen, dass es sich gut anfühlt. Und das andere ist der Servicebereich, wo ich natürlich auch auf Knopfdruck funktionieren muss und Dinge auch erzeugen muss. Und ich bin irgendwann mal dazu gekommen, festzustellen, dass ich nicht der Typ bin im linearen Denken. Also das war irgendwann mal so eine Kernerkenntnis. Ich habe früher immer alles geschrieben. Ich habe immer mitgeschrieben, alles sozusagen Wort an Wort an Wort an Wort an Wort. Dann habe ich mal so ein bisschen angefangen zu gliedern. Das ist also auch etwas, was irgendwann mal so zu mir gekommen ist, Dinge so aufzudröseln in Gliederung. Ich bin dann aber irgendwann mal über einen Freund, der sich mit Psychologie beschäftigt hat, darüber gestolpert. Der hat mir nämlich gesagt, du, das Denken ist gar nicht irgendwie linear, das Denken ist eher radial. Das heißt also, Gedanken sortieren sich um die einzelnen Synapsen eher im Kreis oder im Prinzip sogar im Raum. Und weswegen er mir empfohlen hat, mach doch mal Mindmapping. Ich wusste natürlich erst noch gar nicht, was das ist. Und heute ist es teilweise so, dass ich sogar Dinge protokolliere für mich in Mindmaps. Letztendlich, und jetzt sind wir eigentlich schon im Thema drin, ist den Mindmaps eigen irgendwie ein Zentrum, um das sich sozusagen verschiedene Items aufdröseln? Oder wie würdest du das beschreiben? Ja doch, das ist der zentrale Punkt, den bedingt muss man sich klar sein. Das ist auch ganz wichtig, dass man am Anfang, vielleicht ist es am Anfang, also ganz am Anfang noch nicht so klar, worum es eigentlich geht, aber im Laufe des Prozesses sollte man irgendwie sich schon Gedanken darüber machen, welches Problem man eigentlich lösen will. Und das muss dann halt im Zentrum in der Mitte stehen. Und von da geht man dann halt nach draußen weiter und entwickelt Gedanken dazu. Das sind ja auch so verschiedene. Lutz, bevor jetzt noch mehr Zuschauer irgendwie abschalten, das klingt jetzt natürlich schon ziemlich abgehoben und sehr überhaupt nicht praxisnah. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du dein Freemind mal aufmachst und wir das anhand von einem Programm, was es extra dafür gibt, also es gibt nicht nur ein Programm, aber Freemind wäre ein Programm, was wir durchaus empfehlen könnten, weil es frei ist, freie Software, muss man nicht bezahlen, funktioniert sehr gut. Ähnliche Softwaren gibt es auch fürs iPad und auch wirklich hervorragende Software für viel Geld. Muss man aber nicht ausgeben, wenn man mal damit starten will, kann man mal dieses Freemind herunterladen. Gibt es für macOS, gibt es aber auch für Windows, ich glaube auch für andere Betriebssysteme. Wenn du das schaffen könntest, wäre es ganz gut, wenn du mal dein Screenshare einschalten könntest. Ich kann ansonsten lange noch mal ein paar Glühbirnenwitze erzählen. Wir dann hören noch mehr weniger. Mal gucken, ob der hier ist, ob das der richtige ist hier. Genau, Screenshare. Genau, also die Kernaussage ist, man hat in irgendeiner Form einen Ausgangspunkt. Das kann eine Frage sein, eine These. So, jetzt klicke ich dich mal rein. Ich rede zwar noch, aber da sieht man es schon. Das ist jetzt praktisch der Aufbau einer Mindmap. In der Mitte steht ein Thema. Nehmen wir mal, Kalender Kiel. So, ich habe jetzt die Idee, ich möchte ein Kalenderprojekt starten in Kiel. Und jetzt drösel ich im Prinzip dieses Projekt in alle möglichen Items auf. Also da fällt mir jetzt mal spontan ein Marketing. Da fällt mir ein Bildideen. Da fällt mir ein Format. Da fällt mir ein Print. Da fällt mir ein wie viele Bilder.
So, damit hätten wir ja schon mal eine kleine Grundvoraussetzung, ne? Sag ich jetzt mal so. Also ich glaube, genau. Das wird sehr deutlich. Also ich drösel diese einzelnen Sachen auf. Und jetzt kann ich mich weiter dran machen, weitere Ideen zu entwickeln. Beim Marketing würde mir jetzt verschiedene Sachen einfallen wie Social Media. Genau. Personal, also persönliche Netzwerke. Lokale Netzwerke. Sponsoren. Yes. Na, man merkt das schon. Ne? Man kann das so ganz, das Ganze kann man aufdröseln und man kann diese Items jetzt auch verschieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass Social Media zum Beispiel auch Möglichkeiten bietet, einen Kalender für Kiel einfach nur digital zu erstellen, könnte ich das schon mal irgendwie ranheften an Print. Also das würde mir jetzt zum Beispiel einfallen. Ja, man nimmt dieses Item und hängt es an Print ran und so kann man sich an dem Problem praktisch immer weiter nähern, um dieses Projekt zu verwirklichen. Das heißt, ich drösel, also wenn ich das jetzt richtig erkläre, dieses Thema in einzelne kleine Items auf und versuche, die neu zu sortieren. Das Gute ist, man kann mal eine Nacht drüber schlafen, weil manchmal nach dem Schlaf nochmal eine ganze Menge deutlich wird. Genau, also wir benutzen, also ich persönlich auch, wir haben ja schon mal kurz drüber geschnackt, ich benutze Mindmaps auch ganz häufig, gerade heute Morgen habe ich mit meiner Frau zusammen so eine Idee mal ausgesponnen und gesagt, worüber müssen wir nachdenken. Eine Einkaufsliste habt ihr gemacht? Nein, das war ein bisschen, schon ein bisschen komplexer, so. Aber da kamen auch so Themen wie Marketing und Location drin vor, aber man kann, und jetzt sind wir halt praktisch mit einer relativ einfachen Mindmap, wo man alles Mögliche hier reinschreiben kann. Jetzt könnte man zum Beispiel, also wenn man an die Fotografie denkt, hier bei den Bildideen auch zum Beispiel reinschreiben, ist es eher eine ästhetische Bildidee, soll es fotorealistisch vielleicht sein, soll es surreal wirken oder wollen wir also surreal gesagt, das fällt mir sofort eine Bildidee ein. Der besoffene Däne an der Hörnbrücke, der 10 Biergläser in der Hand hält und knallrote Augen hat und fast schon kotzt. Das wäre doch ein tolles. Genau. Ne? Ein schöner Kielkalender. Genau, ein schöner Kielkalender. Würde bestimmt vor allen Dingen von den Dänen gekauft werden. Auf jeden Fall. Und dann Marketing, Dänen, Zielgruppe Dänen. Ne? Jetzt gehen wir gleich weiter. Zielgruppe genau. Dänen. Und auch die Schere im Kopf auch gleich mal weglassen und auch mal ganz für jeden Kreativ. Prozess halt auch nicht, keine Ideen weglassen, alles aufschreiben. Also, wenn wir den meinen, dann meinen wir auch Schweden und wir meinen auch die Color Line. Norweger. Norweger und dann meinen wir auch noch Polen. Die, Polen und Litauer. Russen. Deutsche. Deutsche auch. Kieler. Finnischer Selbstmord. Kieler. Tatort. Mir fällt Tatort ein. Nicht Tarot. So. Tarot, auch nicht schlecht. Aber man merkt, man kommt so langsam in so einen Prozess rein, es kommen irgendwie Ideen, die da reinkommen. Du hattest nochmal aufgeschrieben, was kann oder muss man tun, um mit dieser Methode tatsächlich kreativ zu werden? Was meinst du damit? Jetzt? Ja, jetzt wird es spannend. Ups, wo ist mein... So, bin ich noch drauf? Ja, genau. Ja, du bist drauf, ja. Okay, was muss man tun? Ja, wir haben jetzt Sachen aufgeschrieben, die man auch sich sofort immer damit verbindet. So Marketing, Bildideen, Format, Print. Jetzt, wenn man jetzt mal überlegt, was verbinde ich eigentlich hier überhaupt nicht damit? Also man einfach mal Dinge da reinschreibt, die man da nicht drin erwarten würde. Ich schreibe jetzt einfach mal, gut, wir haben jetzt besoffene Ideen, der hat es schon vorgegeben, also sage ich nicht Alkohol, sondern ich sage irgendwie Pralinen. Wetter, genau, spielt auch mal eine Rolle. Jetzt wird es auch langsam mal Zeit, hier nochmal ein bisschen zu clustern. Ja. Ich wollte mal einfach auf die Idee mit den Pralinen. Wir können vielleicht nachher nochmal drauf. Wie kommst du auf Pralinen? Weil ich hätte jetzt an Alkohol gedacht, aber das hatten wir jetzt schon. Also nicht Pralinen. Was hat hier mit Pralinen zu tun? Jetzt, das ist halt auch noch so ein Ding, dass man die Synektik, das heißt die Synektik, wenn man einfach irgendwas. Wie heißt das? Synektik. Okay, ja.
So. Mal bei Wikipedia nachgucken. Nee, das ist halt das, man kann einfach irgendwas nehmen, das ist halt eine von diesen ganz frei assoziativen Techniken und kann jetzt hier versuchen, irgendwas dazu verbinden. Wir können aber auch was anderes, wir könnten aber auch vielleicht noch was Naheliegenderes nehmen. Das Spannende ist aber, je weiter das von dem ursprünglichen Problem Kalender Kiel entfernt ist, desto spannender ist nachher auch die Lösung. Also wenn man wirklich irgendwas jetzt wählt, was mal was komplett anderes ist, dann wird man auf jeden Fall zu einer Lösung kommen, die nicht alltäglich ist. Also Rollmops, das kann doch auch wieder nur so von so einem Agenturfuzzi kommen, ne? So einem Agenten. Rollmops. Wow. Finde ich gut. Rollmops finde ich gut, ja. Okay, dann können wir jetzt auch weitermachen und sagen, okay, das ist halt ein allgemeiner Fisch und ist der Fisch jetzt... So, ist der Fisch, um mal zu zeigen, wie das funktionieren kann, ist er lebendig oder schon tot? Oder ist er noch gar nicht gefangen? Rollmops aus Kieler Sprotten. Genau. Ist der Fisch vielleicht aus einem anderen Material? Also, das sind nicht Geheimnisse, die ich nicht sagen, aber es ist halt, man muss halt schauen, ob man einfach die Dinge, wie sie da sind, wie der Fisch, halt einfach nicht nur als ein Fischbild im Kopf hat, sondern auch überlegt, das kann ja auch ein Spielzeugfisch, also ein Plüschfisch sein oder sowas, ne? Ja. Wir sind schon fast in diesem Zustand, den James Joyce als Stream of Consciousness beschrieben hat, ne? Also man schreibt einfach das, was einem so in den Kopf kommt. Und wir sind eigentlich schon dann so ein bisschen beim Brainstorming. Man sollte jetzt nicht sagen, also Rollmops, das ist wirklich der größte Scheiß, den ich bisher gehört habe, Lutz. Also wie kommst du eigentlich dazu, das da reinzuschreiben? Das an dieser Stelle möchte ich dir verbieten, diese Sache zu kritisieren. Genau. Denn wir sind noch in der Ideenfindung und ein ganz großes Geheimnis der Kreativität ist, dass man den Ideenfindungs- und den Ideenbewertungsprozess strikt voneinander trennt. Auch den inneren, ne? Wir sprechen ja jetzt, wir machen das ja jetzt zu zweit. Auch für den eigenen Bewertungsprozess finde ich es ganz wichtig, dass man einfach das aufschreibt, was einem so in den Sinn kommt. Und dadurch setzen sich Dinge einfach weiter fort. Genau. Das Zusortieren, was hast du denn da jetzt? Eine Schere, die in meinem Kopf war, die muss raus. Ja gut, muss meine Schere. Ich habe keine gerade. Ja, das ist schon weggeschmissen. Also eigentlich habe ich ja auch noch hier so... Das ist ja so eine der Grundvoraussetzungen, mit dem, um kreativ zu sein, ne? Also... Genau, ich will noch mal auf was anderes raufgehen. Ich habe noch mal was, wollen wir noch einmal eine Mindmap noch mal nehmen, die ich auch für den Kunden gemacht habe? Gerne. Und mal raufgucken, weil die auch, jetzt mal gucken, ob das die richtige hier ist. Oh, falsch. Ich bin noch nicht so ganz geübt wie du. So, kann man das hier sehen? Perfekt, ja. Okay, jetzt mal hier. So, es ging um ein Hintergrundfoto für einen Kunden und da habe ich mir eine Mindmap aufgebaut, die so aussah. Ich habe halt konkrete und abstrakte Dinge genommen, weil ich wusste, dass es aus der Vergangenheit, dass es gerne beliebt war. Ich habe mir überlegt, was können wir abbilden? Das geht meistens um Landschaften. Also es geht Himmel, es geht Wasser, also weil wir auch zwischen den Meeren leben, Landschaft dazwischen. Wir können auch Tiere zeigen, Pflanzen, menschliche Objekte, alles, was man so abbilden kann. Ich hatte auch überlegt, ob man irgendwas aus der Kunst nimmt. Das hier auch schon weiter aufgedröselt in Malerei und Skulptur. Von da aus irgendwas nimmt, also wirklich eine Reproduktion der Malerei oder eine Skulptur. Jetzt klappe ich die auch mal auf hier, dann geht das so weit, dass man halt den Himmel gezeigt hat und so weiter. Und wie kann das aussehen mit hineinragenden Objekten, zum Beispiel in Tageszeit, zu einer bestimmten Farbstimmung oder wie sieht das mit dem Wasser aus? Ist es eher wild, ist es eher ruhig? Die Landschaft, was ist das für eine Landschaft, eine Kulturlandschaft oder eine Naturlandschaft? Man muss ja auch wirklich einmal das ganz komplette Suchfeld einmal abgrasen und schauen, was für Tiere könnten das sein, die wir da abbilden könnten. Pflanzen, menschliche Objekte, ist alles ein bisschen vielleicht hier auch maritim oder mit Kirchen zu tun, dann hier Seestück oder Skulptur, da habe ich ja nichts weiter drin. Dann bin ich hier noch ein bisschen weiter ins Abstrakte gegangen. Kann man das gut sehen hier, was ich hier aufklappe? Perfekt, also ich kann es perfekt sehen. Ich denke, auf dem Video wird man das auch gut sehen können, ja. Okay, und
Ja. Was übrigens auch Voraussetzung ist heute. Ich glaube, das wird ganz schwer für unsere Audio-Zuhörer, hier dem jetzt zu folgen. Letztendlich, den Audio-Hörern sei mal gesagt, wir dröseln hier, so sagt man hier oben im Norden, wir dröseln hier die einzelnen Items weiter auf und bilden Unterkategorien. Und wieder weitere Unterkategorien und ja, das ist jetzt gerade ein Beispiel, was wir hier gerade uns angucken. Genau, ich hatte zwei Achsen hier aufgebaut, einen konkreten, also für Landschaftsfotografie oder für Fotografie und einen abstrakten. Ich bin jetzt beim Abstrakten, wo halt, wo es eigentlich um Farbkonzepte, um Form oder Granularität ging. Und schließlich habe ich jetzt noch eine weitere Ebene hier aufgemacht, ja, die sich um den Fotostil drehte, wo wir überlegt haben, ob man entsättigte Bilder nehmen kann, ob die stark oder schwach entsättigt sein sollen, wie die Sättigung überhaupt, wenn es eine Sättigung gibt, ob das nochmal bearbeitet wird, ob wir eine Tiefenschärfe und so weiter haben und natürlich auch noch als nächstes, zu welcher Jahreszeit soll das Foto aufgenommen worden sein? Also ist es nebensächlich oder ist es bildbestimmend? So, das mal als Beispiel für eine Mindmap, die jetzt ganz konkret für einen Kunden so entstanden ist und die mir eine Entscheidungshilfe gewesen ist, nach was für Bildern suche ich eigentlich? Genau, also das Ganze ist natürlich so, dass du nur Dinge aufschreibst, die dir dann auch in den Sinn kommen. Ne? Also nicht einfach, hoffentlich fallen mir möglichst viele Items zu dem Thema Landschaft dann ein, sondern also alles, was dir in Bezug auf die Problemlösung oder die Aufgabe Hintergrundfoto einfällt, das trägst du dann da ein. Genau. Also ich kann auch ganz verrückte Sachen da eintragen, aber in diesem Fall war es ein sehr, sehr seriöser Kunde, für den auch die Spielereien nicht in Frage kamen. So, von daher. Bei Tiere, Rollmops wäre dann wieder nicht angebracht gewesen. Bei doch, wäre das also Rollmops wäre hier gegangen, glaube ich. Ah ja, okay. Also er hätte wahrscheinlich zwar die erste Runde nicht überstanden, aber also ich hätte es eintragen können. Ja. Okay, man dröselt das so ein bisschen auf, genau, jetzt bist du wieder ein bisschen mit dem Bild, man dröselt das ein bisschen auf und dann kommt man irgendwann mal ja, zu einer Erkenntnis oder nicht. Also ich komme meistens dann immer zu irgendwelchen Ideen oder zu neuen Ideen. Genau. Weil nämlich diese ganzen Synapsen sich dann so miteinander irgendwie so kreuzen, miteinander verbinden, nochmal wieder neu verbinden und dadurch entsteht einfach etwas, was ich dann so auch als Flow kenne. Und ich kann das gut zu Hause hier in der Hängematte mit dem iPad machen, weil ich mache das gerne am iPad. Das ist so für mich sitzen, Tee trinken, einfach mal eintippen, liegen lassen. Ich habe das Ganze dann auch über die Cloud synchronisiert. Ich habe es auch auf dem iPhone. Wenn mir mittendrin was einfällt irgendwo, kann ich es auch nochmal wieder eintragen. Also das ist sehr vorteilhaft, das dann auch so über so Cloud-Dienste auch zu nutzen. Und irgendwann habe ich dann mal eine Erkenntnis. Und diesen Zustand, also von so Flow einfach auch, also den kriege ich eigentlich nur, wenn ich mehrere Tage draußen im Wasser bin und dort fotografiere tatsächlich, dann bin ich irgendwann mal so leer, dass mir diese Ideen automatisch kommen. Das ist wie so ein Impuls und da bin ich, glaube ich, in dieser kreativen Schiene so im Sinne von künstlerisch tätig, also im Sinne von an einem persönlichen Werk arbeitend. Und das habe ich auch ganz häufig, wenn ich Auto fahre oder Motorrad früher noch, wenn alles so an mir vorbeirauscht und ich mich dann auch dadurch reduziere und mich dann sozusagen fokussiere auf das, was denn danach kommt. Und diesen Zustand kann ich da auch gut rausholen. Ich glaube, viele Menschen kennen das auch. Es muss nicht immer Absinth oder LSD oder Cannabis sein. Manchmal ist es auch Sport. Oder der Jan von Holleben, das ist auch so ein ganz kreativer Geist gewesen, der war hier im Talk. Der hat es dann immer morgens beim Aufstehen sozusagen noch im Bett schnell alles aufgeschrieben und dann war er damit durch. Aber für so schwere Probleme oder auch für so Serviceleistungen, wo man auch so jenseits des Künstlerischen vielleicht ein bisschen arbeiten will, im Sinne eines Werkes, eines eigenen Werkes, wo es auch um Dienstleistung geht, finde ich das sehr hilfreich, das nochmal aufzuschlüsseln, weil man das auch gemeinsam mit dem Kunden zum Beispiel durchgehen kann. Oder mit einem Kompagnon oder jemand, der eben halt auch an diesem Projekt mitarbeiten will, mit einem Assistenten, sogar mit einem Model kann man das rein theoretisch machen, diese Methode. Das ist einfach und verständlich. Ganz oft ist es ja auch so, dass man jemand anderen auch in die eigene Gedankenwelt einführen will oder einfach in die eigenen Gedanken und dann hilft dann eine Mindmap super, weil man genau sagen kann, ich habe darüber und darüber nachgedacht. Und da
dann kommt es ja auch mal vor, dass man sagt, guck mal, hast du aber diesen Aspekt, hast du vielleicht diesen, da gibt es halt so einen Ast gar nicht über ein bestimmtes Thema. Und das kann man dann auch immer entweder erweitern. Ja. Aber nochmal zurückzukommen auf deinen Flow-Gedanken, das ist praktisch so eine Phase, wo man sagen kann, das ist jetzt so eine, wie heißt das noch, wenn man krank wird, ist das, Inkubation, so eine Inkubationszeit, wenn man sich was das erste Mal so eine Idee nähert und sie dann praktisch, dann gibt es natürlich die Infizierung und dann dauert das noch ein paar Tage, bis man so richtig krank wird oder bis man mit den richtigen Ideen dann halt rauskommt. Und das hilft dann manchmal aus, sich einfach ein bisschen mehr Zeit zu lassen und nicht sofort, also nach einer Stunde auch mit einer Idee rausgehen zu wollen. Ja, also das nicht unter Druck setzen, wenn das möglich ist, ist gut. Wenn man natürlich nicht hat, dann sind solche Methoden auch eine gute Möglichkeit, nochmal das ein bisschen zu pushen und zu produzieren. Du nimmst an Tools, Freemind habe ich schon gesehen, dann hast du auf dem iPad, sagst du, hast du auch irgendwelche Tools. Ne? Genau, auf dem iPad habe ich, das eine ist MindMeister, ich muss immer nachgucken, das andere heißt, glaube ich, SimpleMind. Ja. Ja, genau. Ist ganz, also auch ganz schöne, kann man ganz schöne Grafiken mitmachen. Also für mich auf dem Desktop ist ja einfach FreeMind ist halt kostenlos. Das ist natürlich ein schöner Zusatznutzen oder ein Buddy, das man mit dem Kauf nimmt. Dafür sehen die nicht so schick aus. Die von MindMeister sehen ganz schick aus und die von SimpleMind sehen auch eher technisch aus. Und ja, ich habe das iPad halt auch, ist auch mein, hat fast schon mein Sketchbuch, also mein kleines Büchlein verdrängt, in dem ich sonst immer so wirklich Zeichnungen gemacht habe. Ich habe es immer noch dabei. Aber das wird auch langsam komplett digital. Und so, wie du sagtest, dass du mal so auf dem Sofa sitzt und das halt auch mit hinnimmst und die Sachen beeinträgst, das kenne ich auch. Und so nutze ich das auch, dass man wirklich in dem Moment, wo man gar nicht damit gerechnet hat, nochmal einen Gedanken aufschreiben kann oder vielleicht einen Aspekt, den man ganz konkret durch eine ganz spontane Inspiration bekommen hat. Weil man sich gerade irgendwo aufhält oder so. Der Tony Buzan, das ist ja der Papst oder der Erfinder des Mindmappings, der hat auch echt gute Bücher geschrieben, ein, zwei, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber müsst ihr mal gucken, Tony Buzan, B-U-Z-A-N müsste das geschrieben werden, der hat ja auch gesagt, also man braucht eigentlich nur ein Blatt Papier, ein leeres Blatt Papier und möglichst viele bunte Stifte, das war dem wichtig, also dass man das in Farben auch ausdrückt und dass man auch verschiedene Stränge in verschiedene Farben auch bildet, das darf jeder sich auch irgendwie selber aussuchen und er sagt auch nochmal, was ganz wichtig ist, dass man einzelnen Items auch mal so kleine Zeichnungen gibt, um das zu symbolisieren und auch besser sozusagen, dass man das besser sich merken kann. Also Bilder sind einfacher abzuspeichern manchmal als Wörter. Und er sagte auch, das sei eben auch sehr anregend, das mache ich auch in iPhone, da gibt es auch so eine kleine Doodle-Funktion, da kann man so, allein wenn man sich zu einem Item, ein Zeichen in irgendeiner Form ausdenkt, was das symbolisiert, das hilft schon sehr auch, das im Kopf nochmal arbeiten zu lassen. Mhm. Ja, ich glaube Mindmaps, gibt es da noch was zu sagen? Von meiner Seite, wenn Fragen vielleicht aus dem... Da gucke ich jetzt mal rein, weil mein iPad sich gerade nicht erfrischt hier. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier das aktualisieren. Ich glaube aber eben, wenn das stimmt, hier ist eine Frage von Dietmar Schreiber, wie finde ich die Bildideen? Okay, und dann ist da ein Werbedings von Think Busan. Nein, das ist ein Link von Fräulein Juli, vielen Dank. Da gucke ich nachher mal drauf, Tony Buzan, wunderbar. So soll es sein mit dem Feedback und Alexander hat gesagt, ja, er will sich uns anschließen, geht heute nicht, wir sind hier heute nur zu zweit. Also die Frage war von Dietmar Schreiber, Lutz, wie finde ich Bildideen? Ich glaube, das ist auch das, was Fotografen am ehesten am Brennen machen. Ich kann dir mal sagen, wie Agenturen das machen. Ja, ich hatte nämlich letztens so ein Erlebnis. Die Agenturen gehen zu dem Kunden und sagen, was ist ihnen wichtig? Und dann sagt der Kunde, ja, das Miteinander, Gemeinsamkeit. Dann geht eine Agentur in eine Stockfotoagentur, gibt das Wort Gemeinsamkeit und Gruppe ein, lässt sich Bildideen dort auswerfen von irgendwelchen Stockfotografen, die das gemacht haben und präsentiert das dem Kunden. So finden Menschen Bildideen. Aber das ist natürlich nicht besonders kreativ. Vielleicht ist es ein bisschen kreativ. Aber die Frage ist tatsächlich, wie findet man Bildideen? Ne?
Da gibt es meiner Erachtens zwei Zugänge. Einmal den über praktisch über den Enthusiasmus, dass man einfach Lust hat, was zu machen, was Neues zu machen, oder indem man einfach sehr erfahren ist, oder vielleicht sogar beides. Und wenn man viel Erfahrung hat, dann kennt man auch eine ganze Menge von Bildsprachen und weiß auch, was man vielleicht miteinander kombinieren kann, um was Neues zu machen. Also du kannst, mir fallen irgendwie auch spontan sofort ein paar Sachen ein, irgendwie nimm einfach, was weiß ich, geh mal einfach alles durch, was es so an Bildstilen gibt. Wir können gleich nochmal in einem, wenn wir auf die vielleicht in den morphologischen Kasten nochmal reingehen, da habe ich nachher mal was vorbereitet. Da kann man wirklich sagen, willst du einen Akt machen, willst du einen Krieg, willst du akademisch, also praktisch ein akademisches Bild haben, willst du sowas haben wie ein Beweisfoto, soll das aussehen wie ein Urlaubsbild oder wie aus einem Fotoautomaten oder wie eine Collage oder ein Journal, also praktisch diese ganzen Stile einmal so durchgehen und dann kannst du überlegen, was für eine Technik will ich benutzen, also wenn man es systematisch angeht, was für eine Technik will ich benutzen und ja, vielleicht, wenn wir gleich zu dem morphologischen Kasten kommen, kann man das ganz gut beschreiben. Ja, wobei, also in den Mindmaps, sage ich mal so, das ist irgendwas, was sich also bei mir irgendwann nachher ergibt, wo ich, die Mindmaps helfen mir, auf neue Ideen zu kommen, Items nochmal neu zu sortieren, neu zu strukturieren und letztendlich ist das so ein Herantasten und eine Bildidee kommt ganz häufig dann über verschiedene Items, die mich dann da faszinieren. Also ich könnte mir zum Beispiel durchaus vorstellen, das Foto mit dem stockbesoffenen Dänen unten an der Küste zu machen mit 10 Bierkrügen in der Hand und ich glaube, auf so einem Kielkalender könnte das schon gut kommen. Würde ich jetzt mal sagen. Du nicht, ne, Lutz? Du bist nicht so überzeugt von meiner Dänen-Idee. Doch, ich finde ich total so, wenn du jetzt sagst, ein Kielkalender und das ist genau das, dass man auch verrückte Sachen einmal zulassen muss und dann überlegt, was kann ich denn daran noch verändern, damit es nachher auch eine Idee wird, mit der ich leben und die ich vielleicht auch verkaufen kann, wenn ich davon leben muss oder wenn es einfach eine super, einfach nur was ganz außergewöhnlich werden muss, womit man vielleicht einen Preis gewinnen möchte oder was auch immer, jemanden ganz tierisch stark beeindrucken will, weil die Bilder so abstrakt oder so schockierend sind, wie auch immer, dann kannst du natürlich auch so konzeptionell rangehen, sagen, ich will schockierende Bilder haben oder ich will ein lustiges Keybild oder ich will ein alternatives Keybild. Also ich finde, ich denke mal, wenn man mit einem Mindmap aufgebaut hat, kannst du auch wirklich die einzelnen Enden, die man irgendwann hat, auch miteinander wieder zusammenbiegen. Also wirklich hier so ich bin jetzt hier ein bisschen da dran, die einzelnen Enden, die sich irgendwo ergeben haben, ich bin in der Mitte, bin jetzt halt die Basisidee und dann muss man halt hier einfach oben die irgendwo so zusammenbringen und sagen, okay, was kann ich denn machen, wenn ich diese Technik mit der Bild oder mit dem Grundgedanken mal zusammenbringe. Muss ich jetzt auch davon trennen, zu sagen, ich habe in der Mindmap sofort die Lösung für mein Problem. Ich würde da eher von einer ziemlich starken Inspiration sprechen. Es ist eine Möglichkeit, in so einen Flow zu kommen, ne? In so einen Flow zu kommen, um Dinge miteinander aufzudröseln und neu zu verknüpfen und daraus was Neues zu machen. Oder etwas zu machen, was einem auch gefällt. Also ich finde, man muss die Welt ja nicht immer neu erfinden. Das machen die wenigsten auch. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, everything is a remix. Kann ich auch sehr empfehlen. Müsste man nach googeln. Der dann sagt, Kreativität oder die Grundelemente von Kreativität sind Copy, Combine und Transform und das war es auch schon. Und alles andere ist schon mal irgendwo da gewesen und wird einfach nur wieder neu aufgeführt und die am erfolgreichsten sind, das sind die am erfolgreichsten auch klauen. Aber vielleicht kommen wir mal zu der morphologischen Kasten. Sagst du mal, morphologische Analyse habe ich mal gelernt irgendwie. Vielleicht bringst du uns nochmal das ein bisschen an und erklärst uns, was ist das denn? Das ist ja eine weitere Methode, ne? Wenn ich jetzt das richtig sehe. Genau. Was ist das? Was Krankhaftes? Genau, morphologische Matrix. Das ist unheilbar. Das ist unheilbar. Nee, ich will aber jetzt mal ganz kurz. Das ist wieder das Infizieren wahrscheinlich, ne? Das geht also super schnell eigentlich. Also ich muss einmal kurz ablesen. Ich habe hier mir aufgeschrieben, die morphologische Matrix, 1956 von einem Schweizer erfunden, von dem Astrophysiker Fritz Zwicky. Das nochmal so zur theoretischen Einleitung. Ich habe jetzt auch einmal was vorbereitet und zwar muss ich das einmal hier rüberschieben. Ich muss mal gucken, ob ich das über den Bildschirm freigehen hier hinkriege. Nee, ich muss das Ganze aufmachen. Warte mal, dann. Ich gucke in der Zwischenzeit mal nebenbei ein bisschen nach den Kommentaren. Okay, da.
Da ist es. Okay. Ups, blinkt da was? Kann man das sehen? Jetzt ja, perfekt, super. Gut war. Kann man das auch noch sehen? Ja, man kann das gut sehen. Was ist das für ein Programm? Ist das, das ist jetzt InDesign, also eigentlich, ja. Man kann aber jedes beliebige Tabellenkalkulationsprogramm nehmen. Oh, das blinkt bei mir hier, das ist ein bisschen, das irritiert mich. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil hier dieses Fenster ständig blinkt. Ja, das ist perfekt. Nee, es läuft alles okay, gut, kein Problem. Morphologische Matrix, wir können uns einfach auch nochmal für eine Bild, wir nehmen, dann lassen wir nochmal den Kiel-Kalender nehmen, morphologische Matrix, den Kiel-Kalender, so. Ja, genau. Okay, und das funktioniert einfach so, dass man sich erstmal in dieser ersten Spalte, hier kann man auch mal einen Cursor sehen, ja, ne? Ja, kann man hervorragend sehen. Super. Okay, also das, die, in der Spalte trägt man einfach mal, guckt man sich an, was man, in welche Teile man sein Problem oder seine Fragestellung aufdröseln kann, also zum Beispiel in die Matrix-Kiel-Kalender, habe ich einfach mal schon mal vorhin ein bisschen überlegt, also wen oder was oder wer oder was soll abgebildet werden. Jetzt könnte man also schreiben, Stadt, meinetwegen, also Stadtansichten, ups, oder Personen oder Gäste oder ups, Events oder was haben wir noch? Wer oder was abgebildet werden? Für unsere Audio-Zuhörer versuche ich das mal zu übersetzen. Wir haben hier eine Tabelle und auf der linken Spalte ist das wer und was, das wie. Das kommt gleich noch. Also Items, die Lutz gerade aufgeschrieben hat. Und jetzt wird der Reihe nach werden jetzt einzelne Items und Ideen eingetragen. Ne? Das genau. Richtig übersetzt, ne? Ja, genau. Also ich habe in der ersten Zeile hier, habe ich mal geschrieben, also wer oder was will ich abbilden und da bin ich dann auf Stadtansichten gekommen oder ich will Personen abbilden. Jetzt könnte ich auch, ich habe jetzt mal nur hier mal fünf Spalten aufgezogen, das geht natürlich noch viel weiter, da braucht man immer so ein schönes Querformat, baut es auf, bei den Personen könnte man auch sagen, also immer nur eine Person oder mehrere Personen, Personengruppen könnte ich hier eintragen, also wirklich ganz konkret werden und nie bei so einem Allgemeinplatz bleiben, weil es auch Allgemeinplätze einen am Ende in die Bildidee, die man ja eigentlich am Ende generieren will, nicht weiter reinführt. Deswegen also wirklich, hier müsste man wirklich alles aufführen, was man sich so vorstellen könnte. Dann vielleicht auch, wie will ich es fotografieren, will ich es als, hatte ich eben schon gesagt, will ich es als Akt, will ich es als Foto am Automatenbild, als Journal, ich bin jetzt in der, ich habe hier auch nicht richtig eingetragen, da kein Problem. Die drei, so, ich korrigiere das. Das ist ja kein Problem. Das kann man. Okay, oder soll ich nur Objekte als inszenierte Objekte haben oder will ich nur mich selbst immer noch mal porträtieren? Das ist ja auch. Und Entschuldigung, Lutz, eine Zwischenfrage. Da trägst du Dinge ein, die dir auch dann in den Sinn kommen oder die mehreren Leuten in den Sinn kommen. Wichtig ist jetzt, dass ich hier erst in den ersten Spalten erstmal wirklich alles das eintrage, was mir dazu in den Sinn kommt. Letztlich ist es ein bisschen so eine tabellarisierte Mindmap bisher. Ja, genau. Ne, bisher so. Und ich trage Farbe, ich habe jetzt noch in der nächsten Zeile, trage ich einmal die Farbe ein. Was weiß ich, also ich kann hier schwarz-weiß machen, ich kann es irgendwie, was weiß ich, in 4C oder ich, wenn ich es nachher drucken lassen will, ich kann es, was weiß ich, in 7-farbig oder ich kann es im Kartoffeldruck oder Siebdruck oder was auch immer machen. Also da trage ich halt alles ein, was mir so spontan einfällt und was es so gibt. Dann überlegen, vielleicht noch, wo will ich fotografieren, draußen, drinnen, bei den Leuten zu Hause oder von irgendwelchen Gebäuden herab. Das könnte man dann hier eintragen, mit welcher Perspektive will ich das machen. Wann ersetzt mal Idee 5 oben, wer oder was mit Rollmops. Das passt, unbelebtes Rollmops. Gut. Da bin ich auch nicht ganz abgeneigt von. Okay, Rollmops. Haben wir ihn wieder. Genau, da ist er dann wieder drin. Dann wann, zu welcher Tages- oder Jahreszeit und will ich das über, habe ich zum Beispiel die Idee, will ich eine Serie machen oder Einzelbilder und wie lange sind die Serienbilder auseinander? Sollen die Serienbilder vielleicht auch eine Geschichte erzählen? Wie genau, habe ich jetzt mal gedacht, wie genau will ich es fotografieren? Will ich also sehr nah dran gehen oder will ich mal eine Totale haben oder noch allgemeiner irgendwie wirklich mit einem Heißluftballon von oben fotografieren und will ich mal die gesamte Stadt drauf haben? Also wie genau will ich es haben? Wie viele Menschen will ich abbilden, hatte ich oben schon mal drauf, aber
Wie viele Einzelbilder will ich denn überhaupt machen, wenn ich einen Kielkalender mache? Will ich dann 12 Bilder haben oder vielleicht nur 2, nämlich für Winter und harten Winter? Oder 4 oder soll er einen Schwerpunkt haben vielleicht zur Kieler Woche? Das kann man alles hier bei wie viele eintragen. Mit welcher Aufnahmetechnik will ich rangehen? So, und jetzt wird's halt alles, das sind alles Dinge, die ich, über die ich praktisch verfügen kann und die ein Fotograf sozusagen als Handwerkszeug so hat. Ne? Und das wäre, ja genau, Handwerkszeug, und das wäre im Prinzip auch in der Mindmap darstellbar. Ne? Da das hat man dann, genau, das links sozusagen sind da die ersten Blasen und Idee 1, Idee 2, Idee 3 und so weiter wären dann die Unterblasen, also Unterkategorien. Genau, und jetzt kann ich, und jetzt wird's halt so, das muss jetzt bis zu diesem Zeitpunkt sozusagen auch, dann kann man ja auch ganz viele eintragen und dann sind natürlich nicht nur 5 Ideen, sondern vielleicht 14 oder so. Und bis zu diesem Zeitpunkt ähnelt das auch sehr einer sehr linearisierten Form einer Mindmap eigentlich, wobei ich die Form der Mindmap persönlich immer vorziehen würde, aber jetzt wird es spannend, denn jetzt kann ich einmal anfangen, hier Dinge einzutragen, die man überhaupt nicht erwarten würde, wer oder was, nämlich hier könnte ich jetzt eintragen, dass ich eine Zeit sozusagen festhalten will. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eintragen würde, Zeit, dann fragt man sich natürlich, also jetzt wird es auch wieder so ein bisschen einfach abgefahren, oder fangen einfach mal an, Dinge hier einzutragen, wo man nicht erwarten würde, dass man sie einträgt. Also ich schreibe mal einfach Zeit an, dann fragt man sich natürlich, wer oder was ist denn die Zeit? Oder ich fange an, hier über bei der Farbe ist vielleicht ganz interessant, wo ich dann einfach anfange zu spinnen und sage, ich fotografiere das so, lass es nachher so produzieren, dass ich vielleicht auch mit echtem Kieler Seewasser, also mit Fördewasser, das ja immer so einen leicht grünlichen Schimmer hat, das mir drucken lasse oder so. Also wo ich praktisch mir Algen einsammle und sage, ich mach da irgendwie vielleicht sogar Schwarz-Weiß-Bilder von, lass es aber mit getrockneten Algenpaste irgendwie drucken oder so, dass man dann am Ende Bilder hat, die wirklich ganz besonders sind, weil auch das, was abgebildet ist oder die physische Form tatsächlich ein bisschen was von Kiel hat, wenn man es verkauft. Und man sagen kann, hier ist da ist echt Kieler Alge drin. Oder wenn ich sage, das ist von wo fotografiert, kann man vielleicht auch sagen, ich mache einen Kiel-Kalender. Oder vielleicht bei der Perspektive, ich stelle mich einfach mal in London hin und fotografiere immer in London aus verschiedenen Ecken von London, ist ja sehr groß, fotografiere immer irgendwie GPS-gestützt in Richtung Kiel. Und dann habe ich auch eine Art Kiel-Kalender, bloß eben aus London heraus fotografiert. Ja, okay. Na, gut, das ist aber immer noch Mindmap, ne? Also im Prinzip ist es wieder das Aufdrüse von Mindmap. Genau, und nur, dass man hier halt vielleicht an der Stelle hier jetzt auch, das ist ja das eine, dass man sich hier überlegt, ich trage einfach mal irgendwas ein und überlege dann, wie ich das realisiere. Das ist halt immer die Frage, ich kann ruhig total spinnen, am Ende muss ich aber irgendwie das hinbiegen, dass es wieder funktioniert. Also das Morphologische an der Sache ist dann in dem Augenblick, dass man Dinge so ein bisschen übertreibt und einzelne Aspekte dort nimmt und einfach so ein bisschen überdreht. Das habe ich richtig verstanden. Genau, das ist halt, das ist der kreative Boost bei der morphologischen Matrix. Also hier kann ich alles Mögliche eintragen. Jetzt will ich mal zeigen, was man am Ende damit macht. Also wenn ich jetzt halt meine, sag mal, bis Idee 5 ist halt alles immer normal. Ich kopiere das mal woanders. Ach so, bis Idee 5, also die ersten 5 Spalten, da trägt man das ein, was man eigentlich so als normal erzählt. Genau, die ersten so 10, 15 Spalten sind dafür, da alles einzutragen, was man sonst immer schon eintragen würde. Also auch bei der Farbe, wenn man alles einträgt, was man so machen könnte. Danach fängt es wirklich an, interessant zu werden. Wenn man sagt, jetzt quetsche ich mein Gehirn nochmal aus und überlege, was ich noch machen könnte. Ich könnte nämlich auch mit Algen drucken. Ich könnte auch aus London fotografieren. Ich könnte auch einfach eine Belichtung oder eine Belichtung machen, die einfach über ein ganzes Jahr geht oder sowas. Und das sind alles Sachen, an die man am Ende kommt, wenn man alles schon hier eingetragen hat und hier schon alles eingetragen hat, was man immer schon eintragen würde. Und das Interessante ist, dass ich diese Achse hier, die Spalte, wo ich halt mein Problem vorher morphologisch aufgedröselt habe, wo ich es halt in einzelne kleine Details aufgerieben habe, wo ich einfach mal hier reinschreibe, jetzt zum Beispiel Lebensmittel. So. Weil ich könnte auch zum Beispiel hier ja Lebensmittel eintragen. Und jetzt kann ich hier praktisch immer eintragen, was hat denn meine Fotografie oder meine Matrix, mein Kalender von Kiel mit Lebensmitteln zu tun? Oder was hat er mit Dingen, die ich praktisch aus meinem handwerklichen Repertoire eher nicht drin habe, wenn ich die hier mit reinschreibe, dann komme ich auch hier
in der Horizontalen hier auch auf neue Lösungen. Wenn ich einfach sage, ich will ein Kieler Lebensmittel, also was wird zu Weihnachten in Kiel gegessen, Rollmops, was wird im Februar zu Kiel gegessen, auch Rollmops, und praktisch den Rollmops oder ein anderes Lebensmittel oder eine Sprotte dann natürlich als Idee für meinen Morgen oder für meinen Kielkalender habe. Das ist jetzt hört sich ja ein bisschen, jetzt wird es echt schwierig, ne? Das Problem an der Sache ist, dass wir jetzt hier ein Thema gewählt haben, was uns wahrscheinlich beide gar nicht so brennend interessiert, wo wir gar nicht in den Flow kommen und was die da draußen noch weniger interessiert. Aber ich glaube, es hilft schon ein bisschen aufzudröseln, wie diese morphologische Matrix bzw. die Analyse funktioniert. Was wären weitere Schritte? Genau, der nächste Schritt, der abschließende Schritt, wenn ich meine Bestandteile definiert habe und meine Ideen daraus entwickelt habe, zu sagen, okay, jetzt habe ich eine große Liste und ich werde Folgendes realisieren. Ich werde Personen fotografieren, die in einem Akt sind vielleicht, und das Ganze werde ich im Förderwasserdruck machen und das Ganze vielleicht noch irgendwie aus einer besonderen Perspektive, die ich mir noch vorher ausgedacht habe. Alle essen einen Rollmops. Also immer aus jeder Spalte sozusagen ein Item raus. Genau, aus jeder Spalte ein Item. Dann habe ich halt eine Idee entwickeln, die praktisch Personen, Akt, Förderwasser, bla bla und so weiter hier entwickelt. Ich habe das jetzt für die Audiohörer halt einmal magentafarben markiert, dass man also aus jeder Spalte und Zeile. Ich hoffe, wir kriegen einen Ärger mit der Telekom jetzt. Okay, das ist nicht das Telekom-Magenta. Achso, okay, bin ich ja froh. Genau, und jetzt kann man auch sagen, okay, das ist eine Idee, ich möchte aber eigentlich nochmal die Rollmops-Idee nochmal machen. Und dann nehme ich halt, der Rollmops ist ja quasi ein Objekt und den inszeniere ich so, als hätte er im Fotoautomaten gesessen. Das Ganze mache ich im, schreibe ich mal hier hin, Polaroid-Luft irgendwie. Und ich fotografiere das natürlich am Bahnhof, sag ich mal. Ein Rollmops im Fotoautomat als Polaroid-Bild, ja. Und Perspektive ist vielleicht durch das Fotoautomat ein bisschen vorgegeben. Aber Tilt and Shift ist voll in. Genau, Tilt and Shift. Ja, Tilt genau. Tilt and Shift, Rollmops im Fotoautomat. Als Polaroid. Genau. Naja, also es wird deutlich, man kann diese Sachen, und das ist anders als bei den Mindmaps, man kann die dann miteinander verknüpfen und darüber dann auf neue Ideen kommen. Genau, so halt so funktioniert das. Ich will mal zeigen, das ist jetzt auch ja online entwickelt hier, ich will mal zeigen, wie wir das bei uns im Hause nutzen. Wir nutzen auch morphologische Matrix, und zwar wenn wir Printpublikationen, das heißt im weitesten Sinne Broschüren, Broschüren, Flyer, alles Mögliche realisieren, dann haben wir, sieht man das hier, so eine morphologische Matrix. Ui, ja, da ist ein bisschen mehr Arbeit drin. Da ist ein bisschen, genau, die ist halt auch schon vordefiniert und die ist auch an einigen Stellen schon ein bisschen elaborierter, so, da kann man also sagen, ich gehe auch mal bei Druckverfahren, ich weiß nicht, ob das gut lesen kann. Nee, man kann es leider nicht lesen, aber man sieht, dass da viel Arbeit drin steckt. So, Druckverfahren, jetzt kann man es lesen. Besser, ja. Genau, die bekannten Sachen, also wir haben auch der Siebdruck, Tampon, Hochdruckplan. Und hier wird es halt interessant, da kann man nämlich auch eintragen, Kartoffeldruck und Stempeldruck und so weiter. Ne? Mhm. Hier wird auch klar, dass man, wenn man auf die Form geht, dass man sagt, ich kann die Ecken rundstanzen, ich kann es auch lasern lassen, ich kann das mit Wasserstrahl schneiden lassen. Ich habe unterschiedliche Außen- und Binnenformen. Wenn man sowas praktisch als ein Arbeitsmittel auch schon fertig liegen hat, es ist ein leichtes zu sagen, okay, wir machen mal schnell eben, wir überlegen uns, wir konzipieren schnell eine passende Broschüre oder was auch immer und gucken einfach mal, was gibt es denn so alles und markieren dann dies und das und das und hier und dort unten und machen das mit Leder und mit Klemmbindung und machen das linksbündig, rechtsbündig, Blocksatz, keine Ahnung was. Dann haben wir praktisch am Ende relativ schnell so einen Fluss in Farben, der hier so rumgeht. Und sagen, okay, wir haben ganz viel gehabt, wir haben ganz viele Ideen gehabt und haben das einfach mal miteinander verbunden und gucken dann, was lässt sich das auch realisieren. Genau, das ist dann der nächste Punkt, schafft man das eben halt, den Kram auch noch zu realisieren. Und damit wäre eigentlich auch eine Frage von vorhin, also von unseren Zuhörern, das war von Dietmar Schreiber war das, die Frage,
beantwortet, dass man so dann schon eher auf Bildideen kommt. Natürlich muss das Ganze realisierbar sein. Beim Rollmops, im Fotoautomaten, in Polaroid, das könnte dann schon so an seine Grenzen kommen. Ja. Also das Gute ist, man dröselt das nochmal in Items auf und anders als bei den Mindmaps, die dann sozusagen auseinandergehen, verknüpft man die Sachen hier sozusagen. Genau, am Ende hast du wirklich, kannst du wirklich sagen, ich mache hier, man kann es ja fast schon mathematisch fassen und geht das halt einmal alles durch, klickt es durch und hat dann am Ende eine Lösung, die im besten Falle auch guten kreativen, aber auch einen guten inhaltlichen Zusammenpass hat mit der ursprünglichen Problemstellung. Ja. Ja, ich glaube, das war so morphologische Analyse. Ich glaube, das haben wir ganz gut zusammengefasst bisher, ne? Also lässt sich halt auch einfach nutzen. Also man kann auch einmal viel Arbeit reinstecken, wie wir das einmal gemacht haben, und hat dann echt ein richtig tolles Arbeitstool liegen. Das kann man auch jederzeit erweitern, in beide Richtungen natürlich. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zum Brainstorming. Da wolltest du uns auch noch mal so ein bisschen, also vorhin hatten wir schon mal so eine Sache angesprochen, aber vielleicht hast du noch mal so ein bisschen Brainstorming, aber richtig hattest du geschrieben in unser Drehbuch. Ne? Genau, wir müssen, also eigentlich der wichtigste Tipp für Brainstorming, also die meisten sagen, ja, Brainstorming kenne ich, haben wir schon tausendmal gemacht, funktioniert nicht. Ich kann nur sagen, so ein Brainstorming richtig gemacht mit den richtigen Spielregeln oder mit der einzigen wichtigen Spielregel ist ein super, super mächtiges Tool, weil man nicht nur auf ein Gehirn, sondern auf mindestens zwei Jahre zurückgreifen kann. Und zwar diese einzige Regel, die man wirklich beachten sollte, ist, hatte ich vorhin schon mal kurz genannt, dass man die Ideenfindung von der Ideenbewertung komplett und radikal trennt. Also nicht zu sagen, Rollmops, was für ein Idiotenkram ist das denn? Nur mal genau. Auf so einen Scheiß zu reden. Das wäre völlig No-Go. Genau, also bei Killerphrasen, da kennt man auch genug, also wie ich brauche mehr Details, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, das hat der Mitbewerber schon gemacht oder es ist ja zu langweilig, das muss man erstmal alles rauslassen und alle Ideen erstmal sammeln und wenn man eine halbe Stunde, 45 Minuten oder eine Stunde, wie auch immer, wenn ich einen entsprechenden Zeitraum gebrainstormt hat, dann ist halt auch immer Zeit zu sagen, okay, wir machen jetzt Ende des Brainstormings und jetzt gucken wir mal an, was wir uns alles aufgeschrieben haben. Und schmeißen dann 95% weg. Und da muss man einfach mutig sein und sagen, wir lassen einfach alles zu. Und so funktioniert der Brainstorming am besten. Und ich habe sehr gute Erfahrungen mit Brainstorming gemacht. Das kann man zu zweit, nennen wir das bei uns hier Ideen-Ping-Pong, wo man sagt, hast du mal kurz Zeit für die Ideen-Ping-Pong, trifft man sich im Büro, macht die Tür zu und sagt, okay, jetzt, ich habe hier folgende Idee und der andere reagiert darauf und gibt seine Idee dazu. Funktioniert super, allerdings auch nicht mit allen Personen. Also da muss man auch gucken, dass das nicht mit allen funktioniert. Man kann es nicht mit jedem machen. Bei einigen hat man einfach einen guten Draht, bei anderen vielleicht eher nicht. Also ist auch ein bisschen zäh. Hängt natürlich auch davon ab, wie gut man sich kennt. Ansonsten für Brainstorming auch eine gute Faustregel, nie mit so vielen Leuten machen. Weil wenn man das zu zehnt macht, kann man schon mal jetzt sagen, dass die eher introvertierten oder ruhigere Leute einfach auch nicht zu Wort kommen, weil die extrovertierteren oder die ein bisschen einfach das Maul gerne aufreißen, einfach nicht dazu kommen, was zu sagen. Ja, also es spricht auch nichts dagegen, dass man die Methoden frei ein bisschen miteinander verbündet. Da sind wir schon im Bereich der Kreativität. Ne? Das Brainstorming-Regeln dürfen auch beim Mindmapping gelten. Genauso haben wir gesehen, dass ein Mindmapping kann man natürlich auch nochmal intern verknüpfen. Man kann die Items nochmal verdrehen und verarbeiten. Ich glaube, man muss es einfach mal ein bisschen ausprobieren und gucken, was für einen selber so auch praktisch ist. Letztendlich ist es auch eine Frage, ist man allein oder kann man sich auch jemanden suchen, mit dem man zusammen so etwas entwickelt? Also ich finde ja Assistenten dafür ganz gut oder Lebensabschnittsgefährten oder gute Freunde, das finde ich auch ganz gut. Natürlich, wenn man Arbeitskollegen hat, das ist auch ganz gut, Bürokollegen. Ich glaube, dann haben wir das mit dem Brainstorming auch ganz gut abgehakt, ne? Oder? Was meinst du? Genau, also ich denke auch, also Brainstorming wirklich der wichtigste Tipp, Ideenfindung von Ideenbewertung trennen und dann ist man aber auf dem richtigen Weg. Auch die innere Bewertung, die eigene Bewertung, ne? Das finde ich auch mal ganz gut. Die genauso, ja, die weg. Das kann man sich antrainieren, wenn man das Gefühl hat, dass man die Schere immer noch da hat, aber man kann es trainieren. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon im Bereich der Tipps, Software-Tipps, Literatur-Tipps,
Hardware-Tipps, Hardware-Tipps? Habe ich das geschrieben? Ja, habe ich das geschrieben? Hast du Hardware-Tipps geschrieben? Ich weiß es nicht. Ja, ist egal. Aber ja. Software-Tipps könnte ich nochmal sagen. Also es gibt eine iPhone-App, die kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich Oflow heißt die. Die ist von einem, oh Mensch, nennt sich glaube ich auch Kreativitätspapst. Warte mal, wo steht denn das hier? Ne, müsst ihr mal gucken. Das ist eine App, die, es ist spiegelverkehrt bei mir, naja, das ist eine App, die ganz viele einzelne Methoden, heißt es auch, aber Tipps rausgibt. Und zwar kann man sagen, gib mir einmal morgens um 10 Uhr einen Tipp. Und dann hat man 120 Tipps. Die hat man nach 120 Mal vergessen, sodass ich glaube, man hat lange gut davon. Man kann sich das immer wieder durchlesen und da stehen so illustre Dinge drin wie hier jetzt gerade, think smaller, view your problem as being much smaller than it really is. By viewing your problem or situation as being smaller, it will seem less daunting and solutions may seem larger, making them easier to find. Ja, da sind ganz viele Tipps drin, die man auch sich immer mal wieder antun kann und mit denen man auch arbeiten kann. Die Software-Tipps haben wir vorhin eigentlich schon rausgehauen. Ne? Ich finde die iPhones gut auf dem iPad, weil ich das auch immer überall mit hinnehmen kann. Das ist auch kompatibel mit zum Beispiel FreeMind. Was hattest du da noch mitgebracht? Büchertipps? Also vielleicht eins für Fotografen. Einfach mal wirklich, ich hatte ja schon gesagt, dass man einfach sein Handwerkszeug einfach auch kennen sollte und vielleicht, ich finde eine so eine Buchserie ganz toll, ich muss es auch mal hier oben reinhalten und gucken, was kann man es lesen? 100 Ideas, warte mal, ich darf nicht reden, ich muss dich mal drin haben, warte mal, jetzt haben wir es. 100 so. Ideas that change photography. Oh, das klingt ja interessant, nee, das kenne ich noch gar nicht. Genau, das ist also echt im Bereich der Fotografie, wo ich sagen kann, wenn euch mal eine Bildidee fehlt, dann nimmt man das, kann man das Buch mal wirklich zur Hand nehmen, da sind auf wunderbaren Doppelseiten, ich muss sagen, wenn ich jetzt rede, kann man das auch doch, sehen, warte mal, da habe ich schon mal von gehört. Ja, ein bisschen was kann man da sehen. Ja, genau. Ja, ja, ich glaube, ich habe es doch. Auch wieder Doppelseite kann ich sagen, das ist also, zum, also jetzt ganz besonders zum Thema Fotografie, da habe ich einfach auch so ein Buch, was man sich hinlegen kann. Was ich habe jetzt einfach mal keine Idee, so ein Bildstil oder so, dann nimmt man einen Finger, steckt ihn rein und sagt, okay, ja, doch, künstliches Licht oder hier, ja, sagen wir mal, Fotobooth. Das ist auch hier so eine Idee, also die Fotoautomaten. Ja, ja. Ästhetik, so, das hat man da. Da gibt es noch eins von, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das nennt sich visuelle Kreativität. Das muss ich noch mal ein bisschen reden, damit man mich auch hört. Kann man das reden, nee, brauchst du nicht. Also ich habe dich jetzt auf Dauer eingestellt. Okay. Ja, visuelle Kreativität, was ist da in dem Buch zu entdecken? Da geht es eigentlich auch so um konzeptionelle Kreativität, also wie man auch Bilder anordnet. Und jetzt habe ich einfach mal bildlich immer aufgeschlagen, falls man das gut sehen kann. Das ist leider zu hell. Okay, also das hier sind Messerspitzen, die zu einer Fischschuppenhaut zusammengeordnet wurden. Und da geht es dann auch um irgendein Fischprodukt. Nein, ein Streichkäse mit Lachsstücken. Okay, also hier gibt es in diesem Buch hier visuelle Kreativität. Das hat so ein, hat hier so ein Griff, na, den man so hat. Das ist auch eine ganz schöne Sache. Ansonsten so allgemein zum Thema Kreativität gibt es unheimlich viele iPad-Apps. Ich nutze auch selber eine ganze Menge. Okay, schieß mal raus. Also das finde ich ja immer ganz spannend. Machen wir hier aus, ich habe das auch ein bisschen organisiert. Vielleicht haben unsere Zuhörer auch noch ein paar Ideen. Ich kann ja noch mal kurz in die Kommentare reingucken. Du suchst inzwischen deine iPad-Apps. Ich habe so einen Ordner, der heißt, das wird man wahrscheinlich auch nicht sehen können. Warte ganz kurz, ich bin hier nochmal dabei, die Kommentare zu scannen. Nö, keine weiteren Kommentare, super. Okay, du hast da einen Ordner mit ganz vielen... Oh, nochmal bitte einmal reinhalten, ich konnte dich leider nicht... ob ich da irgendwas kenne von... Ich kann es leider nicht lesen. Lies vor, Oflow hast du auch, sehe ich gerade. Ja, habe ich mir auf deinen Tipp mal geholt, das war ja auch nicht so... Ja, also MindMeister, SimpleMind sind halt die Dingsbums hier, die MindMap-Tools, dann gibt es noch so Brainstorming-Sachen, die ich aber eigentlich lieber persönlich mache, dann... Free Thinking is or is not, das sind halt mehr so Analyse-Tools. Dann gibt es noch Unstuck, das ist auch eine tolle Sache. Die haben auch wie heißt das? Unstuck. Unstuck, okay. Genau, UNSTUCK. Also nicht feststecken bleiben. Doch, feststecken bleiben. Unstuck. Achso, okay, Unstuck. Also rauskommen wieder. Ja. Dann gibt es noch den Create-O-Mat, den mache ich mal an hier, das ist ein ganz witziges Teilchen. Wenn er jetzt angeht, wo ist er?
dauert gerade einen Moment. So, da hat man hier, kann man das sehen? Leider nicht, das ist irgendwie überbelichtet bei dir. Ach, schade. Okay, man hat hier also drei Gehirne und kann sagen, ich will halt mal ein großes, ich brauche Probleme für ein großes Gehirn. Dann gibt es hier einen schönen großen Go-Button. Den kann man aber sehen, ne? Ja, den Go-Button kann man sehen, ja. Genau, da muss mein Finger, tippe ich dann drauf. Chaka, ja. Und dann kriege ich Entertaining Likeness Persecutor und kann halt, das ist halt Englisch, und dann kann man sich halt da einfach inspirieren lassen, was kann das bedeuten, was hat das mit meinem Problem zu tun. Das ist auch wieder die Synaptik, dass man damit arbeitet. Dann gibt es noch eine Sache, die ist so ähnlich wie der O-Flow, und zwar ist das Wort, das Webpack von Roger von Recht, das gibt es auch als Buch. Wie heißt das nochmal? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Mal sehen hier so. Creative Wackpack, okay. Mhm. Genau. Und das ist halt, funktioniert auch so, dass man da jeden Tag sich Karten ziehen kann oder sich Karten geben lassen kann oder auch Workshops damit machen kann, die auch genauso inspirierende Anregungen sind. Dazu gibt es auch ein ganz tolles Buch. Wo ist es? Ach, hier liegt es. Dann nochmal, das heißt, das habe ich erst in Schweden gekauft, das heißt Kreativitätskalender. Aha, okay. Da ist für jeden Tag des Jahres, ist halt so ein Kalender, kann man vielleicht hier sehen, offen, dass es wieder viel zu hell ist. Ja. Gibt es halt für jeden Tag des Jahres halt immer auch so Tipps, und dann kann man natürlich auch einmal rumgehen und sagen, das ganze Jahr das einmal durchmachen oder ja, sich gezielt irgendwelche Sachen raussuchen. Und an sonstigen Sachen gibt es noch so Kartenwerke, inspirierende Kartenwerke, das hier nennt sich der Ideenrausch. Leider auch überbelichtet. Ah, das ist zu hell hier, ne? Ja, deine Kamera. Ja, wenn du es runterhältst, geht es ein bisschen. Ich habe das Licht schon oben. Das ist halt so ein Fächer hier mit allen möglichen Fragen, die man auch konsultieren kann. Und was wir bei uns ganz neu haben, das habe ich erst diese oder letzte Woche gekriegt, das nennt sich 75 Tools for Creative Thinking. Das ist auch so eine Kartenbox, deswegen hatte ich gesagt Hardware, also Bücher gibt es ganz viele, auch zum Thema. Und das hier sind so, muss ich mal zeigen, das ist halt so eine Kiste mit kleinen Kärtchen. So, da sind halt ganz viele Kärtchen drin und die machen genau das, was wir eigentlich auch jeden Tag oder in so einem Workshop halt auch inspirieren können. So ein bisschen oldschool, ne? Hardware, alles schön anfassen können. Ja, hilft ja auch, ne? Haptik, ja. Also finde ich ganz wichtig. Ich bin ja ein großer Freund davon, Basaltstative in der Landschaftsfotografie einzusetzen, weil das Anfassen dieser Basaltoberfläche, also von Gizu gibt es diese Stative, das ist so angenehm für die Haut und das stimuliert richtig auch Denken. Also ich finde das nicht abwegig, auch eben nicht nur alles virtuell stattfinden zu lassen im Kopf, sondern eben auch mal ja, mit Stift und Farbe mal die Wachsmaler vom Sohn rausholen. Hilft auch ja. Ein bisschen, bringt auch Spaß, kann man sich hinter an die Wand hängen. Gerade in der digitalen Welt, also auch mal Knete benutzen oder auch viele Sachen anfassen, Holzreste, was auch immer, also ich einfach auch inspirieren lassen. Und wir kneten uns eine morphologische Matrix. Genau, und machen die Buchstaben aus kleinen, farbigen Fimo-Buchstaben. Wenn man so berufsmäßig kreativ sein muss, Ist das anstrengend? Ist das schwierig? Nee, also ich muss sagen, für mich ist das hier ein Traumberuf, weil ich jeden Tag mit anderen Dingen konfrontiert werden kann oder auf anderen Problemen oder auf anderen Branchen und Ideen und Menschen arbeiten kann. Also für mich ist das fantastisch, sich damit auseinandersetzen zu dürfen, nicht von Berufswegen das Gehirn ausbringen zu müssen. Glaubst du, dass das so eine Charakterfrage ist, ob man kreativ ist oder kreativ sein kann? Oder ist das etwas, was man sich antrainieren kann? Ich gebe mal die Antwort von John Cleese weiter, der sagt natürlich, er kann jeder kreativ sein. Genau, ich denke auch. Also mit den richtigen Methoden und Techniken, wie wir sie heute auch ein bisschen vorgestellt haben, ganz bestimmt. In der Bastelhefte gibt es ja auch zuhauf. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen was schaffen wollen, also so einen Drang haben, Ideen nicht nur irgendwie zu haben, sondern sie auch umzusetzen. Das ist eigentlich, hatte ich mal überlegt, das ist halt einfach der Unterschied zwischen einem Gestalter und einem sehr guten Gestalter, ist einfach, oder Kreativen ist halt der, dass man die Ideen auch umsetzt und das macht, das einfach machen will und immer daran interessiert ist. Es gibt ja auch Menschen, die sind gnadenlos kreativ und scheitern dann nachher völlig an der Umsetzung. Ja,
Dafür gibt es auch ein extra Buch. Make Ideas Happen. Ah ja, okay. Oder die sind auch gut in der Agentur aufgehoben und werden dann nur mit dem Ideen finden, betraut. Genau. Und das Umsetzen und Events machen und den Fotografen briefen und so weiter, das machen dann andere oder man selber halt, je nachdem, wie es im Projekt gerade drin reinpasst. Ja, prima. Make Ideas Happen. Das hast du gut eingestellt. Das ist schon fast unser Schlusswort. Ne? Ich gucke nochmal nach Fragen von den Gästen, aber ich glaube, wir waren soweit ganz gut durch. Du kannst auch nochmal gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Machst du das mal kurz? Dann, ja, ich gucke mal. Ich mal kurz nebenbei, was wir hier noch irgendwie funktioniert mit dem. Ah, wir haben eine Frage. Sehr schön. Und zwar von Fräulein Juli, die vorhin so freundlich war und den Link verschickt hat. Wie kann man Kreativitätsblockaden überwinden? Okay, erzähl du mal zuerst. Nee, jetzt mal du zuerst. Also ich kenne sowas durchaus auch und manchmal überwinde ich sie dann, wenn ich es am wenigsten erwarte. Mir hilft es, glaube ich, mich mal aus allem Trott herauszubewegen, etwas ganz anderes zu machen. Und eine präventive Geschichte bei mir ist, also vor allen Dingen in Bezug auf die Fotografie, dass ich immer sehr viel Wert darauf lege, dass ich einen Teil so ein Freelance-Kram habe, in dem ich rumspielen kann, in dem ich Sachen ausprobieren kann, die mir dann aber auch irgendwie schon so, die kommen so zu mir. Ja? Also was weiß ich, wenn ich plötzlich anfange, in der Landschaftsfotografie schwarz-weiß zu arbeiten, dann kann das sein, dass dieser Bereich sich überträgt auf die Hochzeitsfotografie und dort praktisch Dinge also in Gang bringen. Wenn ich feststellen würde, dass ich in bestimmten Bereichen, in Servicebereichen nicht mehr funktioniere so richtig, ich glaube, dann würde ich mir da mal eine Auszeit gönnen. Ein Sabbatical auf Island in einem Haus und ein Buch schreiben. Nein, also irgendetwas anderes machen, rauskommen und natürlich auch ein bisschen präventiv sein und schon für sich auch sorgen. Also ich glaube, Hochzeitsfotografen zum Beispiel, wenn wir da mal bleiben, das ist was, was ich natürlich ein bisschen auskenne, wenn Hochzeitsfotografen 50 Hochzeiten im Jahr machen, das kann nicht gut sein für die Kreativität. So, also da glaube ich, kommt man schnell in so eine Schiene, wo man einfach nur noch irgendwie funktioniert, wo man Ideen klaut, wo man einfach nichts Eigenes mehr produziert und das ist für die eigene Zufriedenheit, glaube ich, auch nicht gut. Jetzt bist du dran, Lutz. Wie kommt man aus Kreativitätsblockaden heraus? Hast du bestimmt eine sehr professionelle Antwort drauf? Nee, also meine private ist auch so, dass ich mir die Auszeiten nehme und auch an den Abständen wirklich komplett rausgehe und dann auch richtig lange, gerne mal 4 Wochen Freunde in der Karibik besuchen oder sowas. Du hast Freunde in der Karibik? Cool. Ja. Die haben schon ganz lange da eine Kreativitätsblockaden Auszeit. Oder wie? Nee, die haben ein ganz anderes Lebenstempo. Und das ist genau das, dass man sich einfach dass man sich einfach aus dem gesamten Arbeitsumfeld oder dem, wo man sich normalerweise drin befindet, einfach mal rausgeht. Einfach sich ein ganz komplett anderes Umfeld schafft. Und was ich auch sagen kann, auch indem man entspannt bleibt. Indem man sagt, oh Gott, ich muss morgen aber so eine Idee haben. Ist okay, dann habe ich sie vielleicht nicht jetzt. Jetzt muss ich meinen Biorhythmus beachten und gehe heute Nachmittag um 15, 16 Uhr nochmal ran an die Idee oder morgen früh gleich nochmal. Aber man kann es auch sacken lassen, diese Inkubationszeit nochmal wirken lassen. Also ich würde sagen, indem man entspannt ist, weil man weiß, dass man im Zweifel auf Methoden und Techniken zurückgreifen kann oder halt hier mal so ein, wirklich sagt, okay, mir fällt wirklich gar nichts ein, dann nehme ich halt hier eins von meinen Hilfsmitteln, sei es ein iPad digital oder ein Kartenmittel oder eine Technik, also entspannt bleiben und Auszeiten nehmen, würde ich sagen, ist dann die Lösung dafür. Man könnte es jetzt auch professionell angehen und sagen, wir machen mal eine Mindmap. Das ist jetzt, das ist jetzt die Designerwitz. Nein, das war jetzt nicht ernst gemeint. Also ich glaube, es gibt kein Patentrezept für solche Geschichten. Das war schon sehr individuell. Ich glaube, das ist etwas sehr Persönliches. Das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen betrifft. Und wenn man sich mal Künstler oder Kreative anguckt, nehmen wir mal Herbert Grönemeyer, ja? Bochum war noch sehr kreativ. Und dann hört es irgendwann mal auf mit seiner Musik, finde ich. Und den großen durchschlagenden Erfolg, glaube ich, hat er erst wieder gehabt, als seine Frau gestorben ist. Ich will das mal nicht bewerten. Also es ist jetzt ein persönliches Empfinden, ja. Und
ich glaube, es gibt kein Patentrezept, da muss man selber für sich mal gucken, aber man kann so ein Ding natürlich auch, so eine Blockade auch mal kreativ angehen. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich dann, dass man so Pfade verlassen muss. Neue Dinge finden, manchmal gibt es auch einen Druck, der einem da vielleicht bei hilft, so würde ich das jetzt mal aus eigener Erfahrung auch nochmal beschreiben, sich zu verändern einfach auch, also vielleicht auch wirtschaftlicher Druck, ja. Also ich hatte letztens einen Talk gesehen mit einem Hochzeitsfotografen, der sich auch völlig neu erfinden musste, weil er einfach völlig durchgerutscht ist und darüber hinaus dann auch wieder mehr Zufriedenheit gefunden hat. Patentrezepte gibt es nicht, aber ich glaube, man kann das schon professionell angehen, indem man eben halt mal so ein bisschen mehr darüber nachdenkt. Aber auch Karibik, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Kann auch Fehmarn sein. Fehmarn, sehr schön, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Da will ich demnächst mal hin wieder. Bin ja lange nicht mehr gewesen. Fehmarn. Da also, kann man auch gut mit dem Bulli stehen. Ich habe gesehen, ihr habt irgendwie von der Firma aus ein Wohnmobil als Büro. Ja. Wie geil ist das denn? Das ist ja sehr kreativ. Mit Flatscreen. Das ist halt in ein Büro eingerichtet, ne? Ja. Damit fahren wir zum Kunden, wenn er ein bisschen weiter weg ist, und können dann im Zweifel auch mit der ganzen Mannschaft hinfahren und sagen, okay, so, hier ist ein Texter, hier ist ein Grafiker, hier ist ein Projektmanager und los geht's. Das habt ihr doch bestimmt nur wegen der Steuer gemacht, damit ihr euch ein Wohnmobil leisten könnt. Nee, das ist eine kreative Lösung für die Idee, dass wir eigentlich uns eine Ferienwohnung zulegen wollten, in die man mal mal Urlaub machen kann, und wir uns auch nicht einigen konnten, wo die denn sein soll. Ja, also, die einen wollen nach Fehmarn, die anderen in die Karibik. Genau, die anderen nur nach Oldenburg. Was will man in Oldenburg als Kieler? Naja, will ich mal nicht bewerten. Aber wir sind jetzt im Brainstorming, ne? Ich darf das ja nicht bewerten. No go. Ja. Bewertungsphase raushalten. Aber Blockaden, ich glaube, kann mal passieren. Ich glaube, man sollte immer gut mit sich umgehen, damit man da gar nicht erst so doll reinkommt. Genau. Ich kenne Leute, die sind richtig in richtig tiefe Krisen auch gestürzt durch solche Geschichten. Das sind besonders die Leute, die eher viel kreative Ideen haben, aber diese Make Ideas Happen Schiene nicht so gut fahren können. Die sich dann so ein bisschen verlieren da drin. Ja, Patentrezept haben wir nicht, ne? Nee, das ist auch wirklich, das geht ja ein ganz anderes, also das geht ja im Bereich der Persönlichkeit. Und wenn jemand einfach nichts gebacken kriegt, aber ganz viele tolle Ideen hat, dann nützt ihm das tatsächlich wenig. Er wird sich einfach nicht ausdrücken können, er wird es nicht zeigen können. Und das ist natürlich echt schade, gerade wenn das vielleicht ganz tolle Ideen sind. Gut, ich guck mal, ob noch weitere Fragen eingegangen sind. Ich probiere es doch nochmal über das iPad. Oh, hallo iPad. Und du kannst ja auch nochmal gucken, ob wir da jetzt noch was vergessen haben, aber ich glaube nicht. Ne? Nee, ich denke, wir haben alles angesprochen. Ja. Hier ist nochmal die Frage von Dietmar Schreiber. Bitte die Apps, Bücher, Software-Tipps zum Nachlesen posten. Ja, Shownotes werde ich versuchen mitzuschreiben. Lutz, du schreibst bitte auch nochmal das auf, was du da eben gerade alles von dir gegeben hast. Ja, ganz artig. Das Ganze kriegt ihr da draußen natürlich zu lesen bei der Veröffentlichung des Podcast-Streams auf meinem deutschsprachigen Blog. olafbartke.de. Ihr findet das Ganze auch natürlich auf iTunes. Da nochmal meine eindringliche Bitte: Geht jetzt da einmal hin, klickt einmal auf 4 Sterne, also vielleicht 5 Sterne, ja, wäre nicht schlecht, und tragt nochmal rein, tolle Sache und irgendwas mit Fotografie, damit wir da mal ein bisschen mehr gefunden werden. Also der Hintergrund ist einfach der, je mehr Leute diesen Talk auch sehen und downloaden, desto illustre Gäste kann ich auch einladen und desto eher kann man auch nochmal Wege beschreiten, die man sonst lange nicht mehr bestritten hat. Wir sind schon wieder beim Thema. Gut, dann würde ich sagen, ihr könnt natürlich auch nochmal helfen, uns hier weiter zu vermitteln. Da gibt es ein YouTube-Video, das könnt ihr auch nochmal irgendwie bei Facebook und so posten. Naja, das wisst ihr ja schon alles. Ne? Ja, ich glaube, dann sind wir jetzt schon bei der Abschlussfrage an meinen heutigen Talk-Gast. Lutz, ne, dein Tipp für diese Talkshow, wen möchtest du hier in dieser Talkshow gerne mal sehen? Hattest du schon mal Doc Baumann? Nee, das ist eine gute Idee. Ha! Ja, gute Idee, Doc Baumann. Ja. Ja, der freut sich bestimmt. Den habe ich, also das ist schon ewig lange her, da habe ich ihn auch mal auf dem Seminar kennengelernt und fand ihn einen knuffigen Typen.
der fällt auf, ne? Es gibt in Kiel so einen ähnlichen Typen, der sieht so ähnlich aus, der so rumläuft wie der, ne? Der fällt auch schon so irgendwie auf. Ja, glaube ich. Also, naja, ist egal. Ja, nee, Doc Baumann, gute Idee. Ja, ich denke, dann haben wir es, ne, Lutz? Ich glaube, wir haben hier auch, warte mal, guck mal, wie lange haben wir heute hier gemacht? Stunde 21 Minuten. Oh, ob wir die Daten gerettet bekommen? Wollen wir es mal hoffen. Ja, okay. Lutz, vielen, vielen Dank. War ein toller Talk, hat mir viel Spaß gebracht. Und ja, wir sehen uns hier in Kiel garantiert mal wieder. Ich wünsche viel Erfolg. Nochmal den Hinweis, ne, man kann euch buchen. Man kann bei euch das nochmal viel, viel intensiver machen, weil das ist ja nicht, man kann das ja nur anreißen hier heute. Ja. Und bezahlbar ist das Ganze, glaube ich, auch, hattest du mal gesagt. Genau. Wo findet man euch überhaupt? Gib mal kurz dein Link, also schon mal hier reinsprechen. www.new-communication.de In Kiel. Hoi. In Kiel. Jawohl, Kiel. Top of the world. Und bei Twitter NC Short Service. Das ist dein privater Twitter-Account. Nee, das ist der von der Firma, aber da gibt es auch nochmal. Mein privater ist Lutz Lu, das ist noch einfacher zu merken. Ja, super. Okay, mach's gut, Hoido. Bis dann. Okay. Tschüss. Hoido. Olaf, bis tschüss. Bald. Jo, tschüss. End Broadcast.